25 Jahre Richard Wagner Festival in Wels. Ja, das muss gefeiert werden. Hallo und herzlich willkommen bei Schauschau aus dem Haashaus in Wien zum Cocktailempfang und zur Programmpräsentation für 2014. Ja, da darf man sich auf Lohengrin und den fliegenden Holländer freuen. Jahre und kein bisschen leise. So präsentiert sich im Jubiläumsjahr das Welser Richard Wagner Festival beim traditionellen Cocktailempfang. 2014 wird das Wagnerjahr in Wels. Durch die Freundschaft meines Vaters mit Wolfgang Wagner und die Kontakte mit den Bayreuth-Sängern damals hatten wir von Anbeginn wirklich die absoluten Stars da. Und die Stars haben sich weiterempfohlen. Der hat gesagt, du in Wels, das ist so toll und die Atmosphäre und also du musst kommen. Und ich habe in den letzten Jahren schon wirklich bei bedeutenden Sängern, wenn ich angefragt habe und gesagt, ja, ich hätte sie gerne für Wels und wissen sie und Wagner, ja, brauchen sie uns nicht erklären, wir kennen es. Was vor einem Vierteljahrhundert mit einem Konzert begann, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem weltweit renommierten Kulturfestival gemausert. Es ist irgendwie vergleichbar vielleicht mit dem englischen Glyndebourne Festival, so wie es früher war. Ein eher kleineres Theater mit einer eingeschworenen Bande, die das zusammen macht. Ich freue mich wieder wahnsinnig. Das ist ja doch relativ lange Zeit, wir sind doch relativ lange zusammen, obwohl das natürlich Wiederaufnahmen sind in diesem Jahr, aber die Stücke wachsen ja. Heuer am Programm Lohengrin und der fliegende Holländer. Zwei Operninszenierungen, die man bereits kennt, mit den Besten aller Besten. Das kann eben nicht jeder Wagner singen. Man braucht wirklich eine Konstitution. Ein bisschen viel Essen vorher, damit man so ein bisschen einen Grund, sozusagen eine Basis hat. Ja. Ja, mit der Stimme schonen. Also da gibt es dann die Wochen vorher nichts ausgehen und gar nichts. Also wirklich mit der Stimme aufpassen. Naja, und Wagner kann man sowieso nur singen, wenn man eine perfekte Technik hat und wenn man das Volumen hat. Das ist sowieso klar. Aber schonen. Gut und viel essen, dann hält man das auch schon durch. Ein echter Wagnerianer ist kein normaler Musikbegeisterter. Ein Wagnerianer ist noch viel mehr. Er lebt für diese Musik, egal wie lange die Produktionen dauern. Ich liebe Wagner, besonders Lohengrin, Tannhäuser, Fliegender Holländer. Also ich meine, um Tristan und so weiter, da muss man halt sich 6 Stunden vornehmen. Aber 6 Stunden halte ich halt aus beim Hamlet. Aber natürlich, ja, ich glaube, jeder, der Musik liebt, liebt auch Wagner. Sitzfleisch braucht nur der kein Verständnis für Wagner hat. Man hält die Zeit.